Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Dualseelen Schattenwege ins Licht. Ich hatte einfach Lust, jetzt nochmal eine Anschlusslegung zu machen. Und wir schauen mal rein, wo geht's denn hin für dich? Ja, wo geht's hin für dich? Du als Zuschauerin, ich schaue immer von der weiblichen Seite auf, entweder auf ein Gegenüber oder eben aus der Perspektive einer weiblichen Person. Falls du eine männliche Person bist, musst du dir das leider rumdrehen, sonst komme ich durcheinander. Hier ist schon die erste Karte rausgefallen, das schauen wir uns gleich mal an. Wo geht es denn für dich hin? Huch, habt ihr das gesehen? Die Karte hier, die ist in meiner Hand geblieben und die sind in einem Schwung rausgesprungen. Also gibt es hier eine ganze Geschichte, guckt euch das mal an, sind vier Karten. Ja, die nehmen wir direkt so, wie sie sind, weil wenn ich schon frage, wo geht's für dich hin, dann gibt es hier einen, wahrscheinlich so eine Art Einsatz, ja? Einsatz, okay. Mein Gott, wo geht's für dich hin? Guckt euch das mal an hier. In eine Wunscherfüllung, mein Schatz. Also, falls du die letzte Legung gesehen hast, ja, Aufbruch zu neuen Ufern, ja, du blühendes Leben, du Blume, du. Kann ich dir nur sagen, das ist... Du wirst erquickt, meine Seele wird erquickt, erquicket mich an, ich weiß nicht, ich krieg hier irgendwas rein. Könnte das Rilke sein? Könnte das irgendwas von Rilke sein? Ich krieg so Lyrik rein, Poesie. Also, was ich hier reinkrieg, ist, du bist so rein, so eine reine Seele, ja? Also da, wo du ankommst, wo es lang gehen soll und da, wo du letzten Endes ankommst, fühlst du dich sowas von erquickt, lebendig, wie in so einen Jungbrunnen reingesprungen. Du fühlst dich rundum geliebt vom Universum, wirst einiges verstehen, ja? Also da geht's hin, das ist eine Wunscherfüllung. Du wirst gespeist und zwar von der Quelle selbst. Ich krieg hier rein, all die Wege, die du gegangen bist, führten immer nur zur Quelle. Es ging immer nur darum, dass du deine eigene Klarheit und Reinheit, deine Wünsche erfüllst. Es ging nie um egoistische Wünsche, sondern es ging darum, dass du das zur Quelle zurückbringst, was zur Quelle gehört. Und das bist eigentlich du, du selbst, ja? Ein großer Teil der Quelle. Das ist ja der Hammer. Oh mein Gott, ich krieg das Universum wieder rein. Hier. Der Stein fürs Universum, die Liebe, ja? So sieht das Ganze aus. Du wirst im Moment unglaublich unterstützt. Wir gucken uns mal das Ganze an. Königin der Kelche. Drei der Münzen. Zehn der Münzen. Und der König der Münzen. Die einzige Karte, die ich reinkrieg für dich, ist, du arbeitest, und jetzt pass auf, mit dem karmischen Hohen Rat. Du bist dem Rat gefolgt. Du hast etwas gesagt, geäußert. Du wolltest deinen Wunsch erfüllt kriegen. Ich werd verrückt. Das gibt es doch nicht. Also wirklich wahr, du hast mit dem Universum zusammengearbeitet und die einzige Karte, die ich hier reinkriege, ist, ich hatte mal in einer Legung, da ging es um die Wahrheit und die Wahrheit ist auch der Stern. Der Stern ist die Wahrheit, die Klarheit und manchmal tut die Wahrheit weh, ne? Und der Stern ist ja distanziert. Das ist eine distanzierte Sonne, so kannst du es sehen. Also die Sonne... ist präsent, ist warm, ist nährend. Und die Sterne sind ja kleine Sonnen, aber die sind ganz weit und verstreut. Ja? Das heißt, das sind hohe Ziele, die man sich steckt. Ja?
Und man strebt nach Höherem. Man strebt nicht nach diesem alltäglichen Gedöns, ja, was weiß ich, Geld ran schaffen, um sich zu ernähren, sondern man strebt nach Höherem. Und da wurde der karmische Rat aufmerksam. Ding, 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 ding. Hör mal, hier ist eine Seele, die strebt nach Höherem, nach Wahrheit, nach Wissen, nach Klarheit. Ja, die geht ihre Aufgaben an. Ding, 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 da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Mein Schatz, der hohe karmische Rat hilft dir. Ja, also der karmische Rat sind die Schriftführer. Ich hatte es in einer anderen Legung schon mal erwähnt. Bitte hört euch einfach Legung von mir an. Ich kann das nicht alles immer rauswühlen. Das ist unglaublich viel Arbeit, wenn ich das immer wieder versuche zu verankern. Ihr müsst den roten Faden finden, ja. Also, wenn ihr Zeit und Lust und Laune habt, hört euch einfach Legung querbeet an, ja, die letzten Legungen. Letzte Woche, vorletzte Woche, keine Ahnung. Die Wahrheit, es ging um die Wahrheit. Du wolltest die Wahrheit und du strebst nach Höherem und du wirst dort ankommen. Ich wollte ja in der letzten Legung wissen, wohin führt dich denn das neue Ufer? Das ist etwas Neues, eine Wunscherfüllung. Der karmische Rat hat gesehen, du arbeitest daran. Du arbeitest kontinuierlich an deinem Aufstiegsprozess, an deiner Klarheit, an deiner Wahrheit, an deiner Reinheit und im Sinne einer höheren Macht. Ja, mit deiner Seelenfamilie kriege ich hier rein. Das sind Engel. Also wenn du ein Erdenengel bist, dann arbeitest du mit deinen Erdenengeln zusammen. Wenn du eine Energie in dir trägst, die nicht von dieser Welt ist, dann arbeitest du mit Energien zusammen, die nicht von dieser Welt sind. Der hohe karmische Rat hat das, was du gesagt hast, wofür du dich für dieses Leben festgelegt hast, das sind nur die Schriftführer, das sind nicht die Bestimmer. Bestimmen tust du es selbst. Du bestimmst vor deiner Inkarnation, was du in diesem Leben für ein Ziel hast, was du erreichen willst. Und sie sind die Schriftführer und notieren das in deinem karmischen, in deiner Akasha-Chronik. Ja? Sie notieren das und das ist dann aber hier Stempel festgelegt. Ja? Das heißt, es greift. Dieses, was du da gesagt hast, greift. Und in dem Moment, wo du einen Eckpfeiler in deinem Leben entdeckt hast, ja, eine wichtige Situation, in der du angekommen bist, hast du eine Prüfung, immer wieder. Also es heißt, ein Eckpfeiler in deinem Leben, wo du etwas festgelegt hast, es kann sein, dass du in dem Moment ein Déjà-vu hast, dass du das Gefühl hast, ey, hier war ich doch schon mal. Und ja, du warst da schon mal und zwar vor der Inkarnation und hast gesagt, an der Stelle in meinem Leben, an der Energie, an der Situation werde ich den nächsten Schritt eingehen. Das heißt, wenn ich es bis hierhin geschafft habe, dann ist was ganz Wichtiges vollbracht und das kriege ich bei dir rein. Du hast etwas ganz Wichtiges gelernt und das wird wieder notiert von deinen von dem hohen karmischen Rat. Geile Seil, geil, geil einfach, geil. So, pass auf. Was ich hier bei dir reinkriege, ist eine Energie, die zu dir fließt. Und diese Energie, die zu dir fließt, du als weibliche Person, ist deine Ursprungsenergie. Und zwar, wenn du die ganze Zeit in der Königin der Schwerter-Energie warst, ja, weil du einen Weg mit dem Kopf weitergehen musstest, wo du nicht so viel Gefühl reinlegen durftest, damit du nicht an der Aufgabe scheiterst. Das nennt sich nämlich Herzintelligenz. Das heißt, du bist wie ein Pendel, du schwingst von der Königin der Kelche rüber zur Königin der Schwerter. Und die eine Energie ist die Energie des Herzens, des Mitgefühls, der Güte und der Liebe, der Hingabe und des Empfangens. Das bist du. Ja, und du hast wahrscheinlich eine Menge Mist empfangen und hast darüber hinaus lernen müssen, deinen Kopf einzuschalten und bist sehr lange mit dem Kopf unterwegs gewesen, mit der Königin der Schwerter. Ja, so, die Königin der Schwerter ist aber genau auf der anderen Seite der Medaille. Das heißt, wenn die eine Seite der Medaille Mitgefühl und Liebe für eine andere Person ist, musste die andere Person lernen, ihre Gefühle und Liebe zu der anderen Person durch den Kopf, das Intellekt, den Verstand, der Vernunft
mal wegzuschieben, ja, und nicht und dieses Mitgefühl für dich selbst zu empfinden, Mitgefühl für dich selbst, Liebe für dich selbst, Empathie für dich selbst, ja, das musstest du alles zu dir zurücknehmen und nach außen musstest du die Königin der Schwerter leben. Das heißt, durch den Prozess, auch wenn es weh tut, weil die Königin der Schwerter hat auch Gefühle, aber sie muss über die Gefühle hinwegspringen, damit sie überhaupt diesen Weg schaffen kann. Weil sonst scheitert sie immer an das Mitgefühl für andere, ja, oder Empathie für andere. Das musstest du lernen. Und jetzt als Geschenk kriegst du wieder diese Energie und die kommt zu dir zurück. Also du wirst wieder das, was du mal warst, aber Mitgefühl mit dir, ja, Liebe für dich. Aber auch für andere. Das schließt ja andere nicht aus. Aber vorher hast du es nur anderen gegeben, aber für dich ist nichts mehr übrig geblieben. Ja? Und jetzt, da du die Königin der Schwerter überwinden konntest oder beziehungsweise durch sie gelernt hast, all das bei dir zu belassen, ja, und trotzdem aus der Liebe heraus auf die Dinge zu schauen, kannst du beides jetzt, kriegst du das wieder zurück. Das heißt, du kriegst es einfach wieder integriert. Man hat es dir vielleicht zwischendurch nehmen müssen und das war vielleicht auch eine Absprache mit dem Hohen Karmischen Rat. Ich kriege hier wirklich rein, dass sie gesagt haben, okay, wenn du diesen Eckpfeiler erreichen willst, musst du in eine andere Energie. Sonst kommst du nicht über den Punkt weg. Du musst etwas loslassen und das geht aber leider nur mit der Energie, dass du das integrierst, eine Herzvernunft oder eine Herzintelligenz entwickelst. Und dazu muss dein Pendel erstmal in die andere Richtung ausschlagen. Das heißt, wo du vorher zu viel davon hattest, wirst du nachher zu viel davon haben, aber es wird sich in die Mitte auspendeln. Und du kriegst das hier wieder zurück. Das heißt, der hohe karmische Rat sorgt dafür, dass deine Ursprungsenergie der Quelle zu dir zurückfließt, weil sie wissen, du verausgabst dich jetzt nicht mehr als Königin der Kelche, sondern du bist erwachsen genug, um Gefühle bei dir zu halten, aus der Selbstliebe heraus zu agieren. Und Selbstliebe, dann kannst du lieben. Du kannst dann lieben oder jemand anders Mitgefühl entgegenbringen, wenn du das für dich selbst auch hast, ja? Dann kannst du es weiterreichen. Also wenn du etwas hast, dann kannst du es geben. Wenn du es nicht hast, kannst du auch nichts geben. Dann glaubst du, du gibst etwas weiter, aber du verausgabst dich. Ja? So. Das ist das, was als erstes zu dir zurückfließt. Liebevolle, geduldige Gefühle. Ja? Hier haben wir zwei Seepferdchen. Ihr könnt ja gerne mal googeln, was das Krafttier Seepferdchen. Vorher hatten wir das Pferd, jetzt haben wir das Seepferdchen als Krafttier. Diese Energie kommt in doppeltem Maße zu dir zurück. Für dich so viel, dass du abgeben kannst, dass du sagst, ich habe so viel Liebe für mich, dass ich es abgeben kann. Ja? Also es tut mir nicht weh, weil ich werde gespeist. Der hohe karmische Rat guckt jetzt, was als nächstes auf dich zukommt. Und jetzt passt auf. Dein Geschenk an dich ist das hier. Das wird dir zugeführt. Das ist so geil, ehrlich. Also pass auf. Als erstes die 10 der Münzen. Das heißt, man kann hier drauf bauen. Hier ist eine Basis, ja, und zwar eine weltliche Basis, Wertschätzung, Werte, Fülle, ja. Das, was du dir je gewünscht hast, wird jetzt in dein Leben kommen. Neue Ufer kriege ich rein. Neue Ufer und der passende Mann zu dir, ja. Also wir haben hier einen Mann, der dir Stabilität anbietet, Sicherheit, Halt, Wertschätzung ohne Ende, ja. Du hast dir das gewünscht. Du hast es dir gewünscht. Und hier ist jemand komplett in seiner Energie und wertschätzt deine Energie, weil du bist komplett in deiner Energie. Das heißt, die Königinnen sind immer
Auch die Kelchkönigin, egal welche Königin sie noch sind, die sind immer die Gefühle. Und die männliche Energie ist auch immer noch die Münzenergie. Das heißt, er ist pur. Er ist pur. Also ich kriege hier pur rein, klar, ganz klar definiert. Man kann es ganz klar erkennen, in welcher Energie. Und er ist ein erwachsener Mann, das ist ein geerdeter Mann, das ist einer, der dich weder drängelt, drückt, noch schiebt, noch zieht, noch irgendwas, sondern der bei sich bleibt und dir aber das anbieten kann, was er wirklich repräsentiert. Und das ist Wertschätzung, ja, Fülle. Und also die männliche Energie ist auch immer automatisch noch in der Münzenergie, auch wenn er in der Schwertenergie wäre, aber diese Person ist in der Münzenergie. Und er bringt dir hier sowohl Freundschaft, Treue, Loyalität, Weisheit und Dynamik, ja, obwohl das die Münzenergie ist, die sehr langsam ist, ja. Aber dieser Mann ist, der verehrt dich, ja. Und der wird dir sein Königreich anbieten. Und wer bist du? Du bist das himmlische Reich. Ich krieg hier rein. Dieser Mann ist dein Gegenstück. Der bietet dir das irdische Reich und du das Himmelreich. Und ihr vereint zwei Reiche miteinander. Das heißt, du bist vom Himmel gesandt und er ist das irdische Prinzip. Das heißt, ihr könnt das Göttliche auf Erden erleben. So ist das hier zu deuten. Du wirst neue Ufer betreten, deine Wünsche gehen in Erfüllung, du wirst geschickt vom Himmel. Und das ist auch das, was ich hier bei ihm reinkriege. Der sagt zu dir wirklich, du wurdest mir geschickt. Ja, geschicktes Heil, geschicktes Glück. Du bist mein Himmelreich. Ich krieg hier rein, du bist mein Himmel auf Erden. Das geht bis zum Zusammenziehen, Hochzeit, gemeinsame Fülle leben. Also ich brauche nie wieder Karten legen. Das hat sich gerade erledigt. Ja, also ihr seid angekommen. Ding, 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 angekommen am Ziel. Wie geil ist denn das? Bitte, bitte in die Infobox reinschreiben. Ja, wenn es eingetroffen ist. Bitte, bitte in die Infobox. Geiler Scheiß. Ich bin so Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn, was ich hier reinkriege. Das ist echt der Wahnsinn. Also ich schließe jetzt auch damit die Legung. Lausch in dich hinein, kriege ich. Wirklich. Lausche in dich hinein. Höre auf deine Visionen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass du deine Visionen manifestierst und es fühlst, um Gottes Willen, nicht nur im Kopf. Es ist ganz wichtig, dass du dir das vorstellen kannst, dass du das fühlst. Ja? Fühl dich bitte jetzt schon so, als wenn das in deinem Leben bereits angekommen ist. Freu dich darauf, sei dankbar dafür. Das ist das für dich Vorgesehene. Das Leben in der absoluten Fülle. Ja? Ja, was soll ich noch sagen? Mir fällt nichts mehr ein. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich mache mich jetzt ab in die Sauna. Und ja, genießt euren Tag. Lasst es euch gut gehen. Ich weiß nicht, wann das Video veröffentlicht wird. Es kann sein, dass es um eine Woche dauert, aber Zeiten sind immer fließend. Also euch wird nichts entgehen. Es wird nicht frühzeitig und auch nicht zu spät kommen. Es kommt immer dann, wann es richtig ist. Schaut euch einfach die Legung davor an und ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis bald, eure Martina. Ciao und dicken, fetten Knutscher. Und danke für eure Likes und danke für eure Abos. Ja, das ist mir immer ganz wichtig zu erwähnen, weil ich kann ganz vielen Menschen mit diesen Legungen einfach weiterhelfen durch den Prozess. Wenn umso mehr ihr meine Videos liked, umso mehr wird es von YouTube einfach nach vorne mal gestellt, dass auch andere mich finden können. Und deswegen bitte ich immer darum, denkt dran zu liken, wenn es euch gefallen hat, ja? Und vielleicht sehen wir uns wieder, wenn es euch gefallen hat. Bis ganz bald. Alles Weitere immer in der Infobox. Das ist die Beschreibung zum Video. Ciao!